Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, beginnen wir diese Aktuelle Stunde zum Thema Heizungsgesetz, auf Deutsch Heizungshammer, mit einer Erinnerung an die Zukunft. Wir stehen vor Transformationen von gigantischem historischem Ausmaß. Die gesamte Art des Wirtschaftens und Lebens, wie wir es uns angewöhnt haben, werden wir in den nächsten 30 Jahren verlassen. Diese Ankündigung, besser gesagt diese Androhung, machte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel am 23. Januar 2020, im Übrigen kurz vor dem ersten Lockdown, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Die große Transformation, von der sie sprach und aus deren Giftküche die Zutaten zu dem Heizungshammergesetz kommen, ist also primär ein politisches Vorhaben der CDU, die ihre eigene Transformation von der Volkspartei zum Wurken-Wahlverein bereits durchlaufen hat. Kein Wunder, sehr geehrte Damen und Herren, kein Wunder, dass die CDU mittlerweile beinahe so oft mit den Grünen im Bund koaliert wie die SPD. Die Politik der Transformation besteht aus einer Aneinanderreihung von Wenden. Neben der berüchtigten Energiewende fallen uns die Verkehrswende und die sogenannte Wärmewende ein, deren zentraler Baustein das novellierte Gebäudeenergiegesetz ist, wie es bei Wikipedia nachzulesen ist. Bevor wir auf dieses Heizungshammergesetz kommen, will ich kurz anmerken, dass diese modischen Wortschöpfungen mit Wende vermutlich unbeabsichtigt den gesamten Widersinn der Transformation vor Augen führen. Denn die Hauptbedeutungen des Wortes Wende sind laut Duden erstens auf die andere Seite drehen und zweitens in die entgegengesetzte Richtung kippen. Demgemäß bedeuten Energiewende Energieknappheit, Verkehrswende Stillstand und Wärmewende Kälte, und das passt ja auch ganz gut. Die Energiewende im Wärmebereich ist zentral, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen, heißt es beim Bundesministerium für Wirtschaft, für Vetternwirtschaft und Klimaschutz. Und der Deutschlandfunk belehrt uns über das Warum des Heizungsgesetzes wie folgt, ich zitiere: In Deutschland soll laut Regierungsbeschluss im Jahr 2045 klimaneutral gelebt und gewirtschaftet werden. Wir hören, da hat Frau Merkel mitgeschrieben. Das funktioniert nur, wenn der Gebäudebestand entsprechend saniert ist. Deshalb sollen fossile Heizungssysteme nach und nach gegen klimafreundliche Systeme ausgetauscht werden. Der Gebäudesektor ist in Deutschland für etwa 30% der CO2-Emissionen verantwortlich. Das Gesetz wird laut Bundeswirtschaftsminister Habeck allein allerdings nicht ausreichen, um den Gebäudesektor klimaneutral zu gestalten. Zitat Ende. Halten wir also fest, das Heizungsgesetz soll die CO2-Emissionen senken, wird aber alleine dafür nicht ausreichen. Und dieses schwammige alleine nicht lässt sich ganz genau beziffern. Und das macht die Junge Freiheit am 9. September 2023 wie folgt. Laut einer Studie des grünen-nahe Öko-Instituts wird das Gebäudeenergiegesetz von 2024 bis 2030 bis zu 39,2 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das gilt aber nur bei günstigen Rahmenbedingungen, wenn nämlich 70% der Hauseigentümer bis zum Ende der Wärmeplanung eine Wärmepumpe einbauen. Sollten es nur 10% sein, dann spart Deutschland in den kommenden 7 Jahren lediglich 10,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid ein. Fest steht aber, die CO2-Einsparung durch das neue Heizungsgesetz spielt im globalen Vergleich in keinem der durchgespielten Fälle eine Rolle für den Klimaschutz. Allein China stieß 2021 rund 11,5 Milliarden Tonnen des Gases aus, Tendenz steigend. Das heißt, Deutschland spart durch Habecks Gesetz in 7 Jahren etwa so viel CO2 ein, wie China an einem einzigen Tag in die Atmosphäre bläst. Zitat Ende. Die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes ist überhaupt nicht notwendig und durch nichts gerechtfertigt, konstatiert der Professor für Energieökonomik und angewandte Ökonomie Manuel Frondel mehrfach bereits im Frühjahr dieses Jahres. Schon jetzt gibt es in Deutschland, ich zitiere ihn, knapp 40 Instrumente und Maßnahmen zur Regulierung des Wärmesektors, namentlich die nationale CO2-Bepreisung. Hier werden aus Klimaschutzgründen Heizöl, Erdgas, aber auch Diesel und Benzin teurer gemacht. Die CO2-Einsparungen durch die Heizwende, schon wieder eine Wende, werden das Klima zu 0,0% beeinflussen. Und warum?
weil Deutschland einen Anteil an den weltweiten Emissionen von 2% hat, an den weltweiten CO2-Emissionen, die durch den Menschen verursacht werden, die ihrerseits nur einen Anteil von 1-2% der Gesamtemissionen ausmachen. Fazit. Das Gebäudeenergiegesetz reicht allein nicht aus, die CO2-Emissionen zu senken, weil es null dazu beiträgt. Null. Und selbst wenn man den menschengemachten Klimawandel und CO2-getriebenen Klimawandel glaubt, selbst wenn man dieser Religion anhängt, ich tue es nicht, ist das Heizungsgesetz erwiesenermaßen unnütz, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen. Es ist unnütz. Unnütz. Unnütz, aber leider nicht umsonst. Denn die umweltpolitische Nutzlosigkeit des Gebäudeenergiegesetzes kommt uns alle teuer zu stehen. Laut Habeck müssen die deutschen Privathaushalte bis 2030 rund 56 Milliarden Euro bezahlen, um Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen zu ersetzen. Und wenn man aber die Sanierungskosten wie Einbau einer Fußbodenheizung, Dämmung, neue Fenster und Dächer mit einbezieht, dann erhöhen sich die Schätzungen auf ein Vielfaches und erreichen hunderte Milliarden bis hin zu einer Billion. Und wenn Eigentümer mit sechsstelligen Beträgen für den Umbau der Heizungen und Häuser rechnen müssen und in Brandenburg mit einem monatlichen Pro-Kopf-Einkommen von rund 2.000 Euro und einer durchschnittlichen Rente von vielleicht 1.500 Euro auskommen müssen, dann helfen eben die 30 oder auch die 70% Maximalförderung beim Kauf einer neuen Heizung wenig, zumal ja die Gebäudesanierungskosten nicht gefördert werden. Das Heizungsgesetz wird also für viele Hauseigentümer in Brandenburg und gerade für die Brandenburger, die in kleinen Häusern leben, den Verlust ihres Zuhauses zur Folge haben. Das ist völlig klar. Und deswegen ist dieses Heizungsgesetz ein brutaler, ein kaltherziger Angriff auf das Eigentum und die Entscheidungsfreiheit der Bürger. Die Nutzlosigkeit des Gesetzes und seine verheerenden sozialen Auswirkungen waren bereits Anfang des Jahres deutlich gesagt. Und wenn die Ampelkoalition in Berlin dennoch nach der vom Verfassungsgericht verordneten Zwangspause dennoch dieses Gesetz jetzt im September durchgebracht hat, dann zeigt das einmal mehr, mit welcher Verachtung diese Koalition die einheimischen Menschen, die Deutschen, die hier schon lange im Lande leben, behandelt. Und daraus folgt umso mehr, wenn man eine derartige Regierung hat, die in dieser Weise inländerfeindlich und irrational handelt, dann folgt daraus umso mehr die Verpflichtung der Bundesländer dagegen, Einspruch einzulegen. Das gilt auch für Brandenburg. Herr Woidke hat wiederholt das Heizungsgesetz kritisiert und in unserem Entschließungsantrag zitieren wir ihn wie folgt. Wenn in einem Gesetzentwurf jede soziale Komponente fehlt, lautet das Signal, es ist mir egal, wie du mit meinen Regelungen klarkommst, der Klimaschutz steht über allem anderen und wenn du dabei verarmst, ist das nachrangig. Zitat Ende, Dietmar Woidke, der heute fehlt. Ich stelle fest, dass der Ministerpräsident selbst in dieser Aussage sich nicht zur kompletten Wahrheit durchringen kann, aber so kennen wir ihn. Denn, wie gezeigt, hat das Heizungsgesetz eben nichts, es hat überhaupt nichts mit Klimaschutz zu tun und das müssten Sie da drüben bei den Grünen auch begreifen und unserem Entschließungsantrag dann hoffentlich auch zustimmen. Und es gibt nur eine Konsequenz aus dem Fehlen jedes umweltpolitischen Nutzens und jeder sozialen Komponente. Der Bundesrat muss Einspruch gegen dieses menschenverachtende Heizungshammergesetz einlegen. Herr Woidke und seine Landesregierung haben den Unsinn und die Willkür der Corona-Maßnahmen mitgetragen, die die Bundeskanzler Merkel und Scholz durchgedrückt haben. Sie haben den irrsinnigen Boykott von russischem Öl mitgetragen. Ich hoffe, diese Regierung ermannt sich einmal, ihre Aufgaben wahrzunehmen und die Interessen der Bürger auch dann zu vertreten, wenn sie mit Gegenwind zu rechnen haben. Immerhin hat der Ministerpräsident nun, nachdem wir den Entschließungsantrag vorgelegt haben und angekündigt haben, dass wir heute in namentlicher Abstimmung wissen wollen, ob die Abgeordneten für oder gegen das Heizungsgesetz sind. Immerhin hat er gestern der Presse erklärt, er werde dem Gesetz nicht zustimmen. Aber diese Erklärung reicht nicht. Ein Nicht-Zustimmen könnte auch eine Enthaltung beinhalten. Wir fordern die Regierung und wir fordern alle Vertreter der Regierung im Bundesrat auf, klar und deutlich mit Nein zu stimmen. Und wir fordern sie weiterhin auf, dass sie ihren Einfluss ausüben, dass der Bundesrat insgesamt mit Nein stimmt. Und wir fordern sie drittens auf, ihren Einfluss dahingehend auszuüben, dass der Bundesrat nach Möglichkeit mit Zweidrittelmehrheit mit Nein stimmt. Denn dann dürfte der Bundestag nur mit Zweidrittelmehrheit dieses Bundesratsveto überstimmen und das ist nicht zu erwarten. Dann wäre dieser Irrsinn gestoppt und dann hätten Sie das erste Mal in dieser Legislaturperiode etwas Vernünftiges getan.
Sehr geehrte Damen und Herren, und dieser Appell und diese Aufforderung geht natürlich auch an Sie, die Abgeordneten dieses Landtages. Wir fordern Sie auf, unserem Entschließungsantrag zuzustimmen und die Landesregierung aufzufordern, gegen den Widersinn und gegen die menschenverachtende Politik dieses Heizungsgesetzes zu stimmen. Verhindern wir gemeinsam diesen Heizungshammer. Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.